Hey Leute, ich bin André und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, heute kamen die ersten Neuigkeiten zum Clan Wars 2 raus und wir schauen uns das Video jetzt mal zusammen an. Ich hab's schon einmal gesehen, aber ich dachte mir, mache ich dieses Video, um euch auch ordentlich zu berichten, was es gibt. Wahrscheinlich bekommt ihr selber die Nachrichten, wenn ihr Clash Royale auf YouTube folgt, aber. Ja, Clan Wars 2 wurde ja vor einer Season oder zwei angekündigt und schauen wir es einfach mal an. Das Video ist in der, ja, in der Description. In this video we're explaining in detail what exactly is in Clan Wars 2. Watch this video and you'll Maschinengewehre. have your Clan Wars 2 questions answered. Welcome back, Clash Royale fans from around the world. I'm Seth, Hallo. I'm Drew, and we're here to give you the newest, bestest, most up-to-date news on Clan Wars 2. Clan Wars 2 First sieht aber schon thing echt you're gut notice aus. when you enter Clan Wars 2 is that when you've joined a clan, you now have a clan boat. Ein kleines Every clan is Bötchen. get on their boat and race down this gigantic river towards the Clan War Coliseum. So the main objective in Clan Wars 2 is to win the river race. No shit. In a river race, clans go head to head to see who can get the most fame. Each section along the river is ended by a war gate. Okay, also man sammelt jetzt halt nicht mehr vom Gewinnen oder Verlieren Karten, sondern Fame. Und nach halt 1000 Fame erreicht man das Ziel. And each week Clans will race to be the first one to reach that war gate and get the biggest prize for their clan. If you're the first Das wäre clan gut. to reach the war gate, you unlock huge rewards for the whole of your clan. Even if you're not first, keep Okay, da stand if they participate. Das heißt, nur die Leute, die mitmachen, bekommen Belohnung. Also wirklich, nur die mitmachen, was schon sehr gut ist, weil viele im Clan machen nicht mit und bekommen aber dann trotzdem die Season-Belohnung. Das macht's fairer, finde ich. Gut. Racing because the second place chest is better than the third place No chest, better shit. than the fourth and No fifth place shit und chest. no shit. So keep pushing. So how does the river race work? Well, on the riverbank there will be river tasks for you and your clanmates to complete. And how do you complete river tasks? Using your war decks. No collection there now. No war decks. So in Clan Wars 2, we're giving you complete control over the four war decks you build. All of them with your collection using your real card levels. Yep. And that way, you're never forced into something that you don't want to play. Clan War decks are completely unique. There cannot be any overlapping card between your four decks, so that means you'll have up to 32 unique cards that you can build your war deck. Okay, also in einem Deck, sagen wir, benutze ich Mega-Ritter, Magier und Nachthexe. Das heißt, ich kann nirgendwo in irgendeiner anderen drei Decks Mega-Ritter, Magier oder Nachthexe benutzen. Was sehr gut ist, weil halt Unique Decks. Finde ich geil. So, how do you use war decks in Clan Wars 2? Well, when there's a river task to complete, Oh, also je nach Task sieht man halt, wenn man gewinnt, 36 Fame und 400 Gold. Das ist cool. Das ist wirklich gut. say for example a 1v1 battle, you will use one of your war decks to complete that task. Once you've completed that river task, whether you win or lose, you will have used up that deck and it goes on a cooldown. Some battles like duels might use more than one deck at a time. Ah, okay, das heißt, wenn man das Deck doch noch mal gerne benutzen würde, muss man 4 Stunden warten, oder wie viel war's? Das sah aus wie 4 Stunden. Duels might use that deck and it goes on. Okay, 4 Stunden müsste man dann wahrscheinlich warten, so wie es hier aussieht, oder in dem Fall 3 Stunden 46. Aber das heißt natürlich auch, dass man nicht mehr hier, dass wenn man doch warten möchte, dann lässt man den Gegnern halt die Chance, schneller mit dem Boot weiterzukommen, weil man selber nicht weiterkommt. A cooldown. Some battles like duels might use more than one deck at a time. And whether you win or lose, that deck is used up for the day. And you'll have to wait till tomorrow to. Ah, okay, das ist nicht 4 Stunden oder 3,46, wie ich gerade sagte. Das ist ein ganzer Tag. Das macht es ja noch schlimmer, weil man dann ja nur pro Tag 4 Challenges machen könnte. Und das geht halt über eine Woche. Use it again. Und nicht So ein the best Tag. thing you can do for your clan is play all of your war decks every day. Yeah. Gut,
Gut. Das normale. Mega Ritter und Bogenschütze. Gute Combo. Oh. Oh. Yeah, so that's actually one of the cool things about boat battles is you can damage the enemy clan boats that you're racing against and stop them. Okay, das heißt, man kann die schon mal aufhalten. Das ist cool. Which is the boatyard. If your clan boat gets taken out by another clan, you will have to repair it via the. Ah, okay. Das heißt, man braucht 100 von den Hämmern, um das Boot wieder heile zu machen. Und ein Deck gibt halt nur 36 Hämmer. Das heißt, entweder man kann ein Deck für einen Tag nicht mehr benutzen, oder man lässt die anderen das machen, aber man sammelt halt dann keine Hämmer. Sehr coole Idee, finde ich gut. Sehr coole Idee. Sehr coole Idee. We'll be covering duels and boat battles in the next video. So completing a river task gains you fame. Ja. Is how the success of a clan is measured, much like in real life. Cool. Frank has the most clout out of the Supercell boys. The more famous you are, the more hype your crew gets and the faster your boat will go down that river. Whether you win, ja, cool. You'll gain gold and fame. But of course, winning is going to earn you more gold and more fame. Das habe ich gerade auch schon angesprochen. So, man verliert, klar, man bekommt wenig Karten und wenig Gold. Aber wenn man gewinnt, dann kriegt man die Bad Boy Siege. Oder halt die Bad Boy Belohnung. Not every river task is going to require you to use a war deck. In fact, there is a new face along the riverside, the trader. Der Trader aus Clash of Clans. Geil. Also muss man nicht mehr mit Clanmitgliedern fragen, von wegen, yo, hast du einen Mega-Ritter gegen meine Nachthexe oder hast du Knall gegen Skelette? Man kann einfach mit denen sprechen, aber die sind halt random. Das finde ich gut. Sehr gut sogar. Also coming in the update is a change to Clan Wars seasons. In Clan Wars 2, seasons will week 3 several river races. At the end of the okay. River races, your clan will reach the clan war. Ich möchte einfach nur ansprechen, dass das mit der Treppe auch voll geil aussieht, wie es dann hier nach oben führt. Sehr gut gemacht. Coliseum. This is where Clan War Leagues will take place. Ligen. Oh, wow. So you might be wondering, when do I get to play this? Good news. Clan Wars 2 is dropping this month. Okay, das ist geil. Find out more about duels, boat battles and Clan War Leagues. Make sure to subscribe because those videos will be coming this month. We'll see you in the next episode, TV Royale. Bye. Collection Day and War Day. Also gut. Ich gehe jetzt nochmal hier zurück und möchte nur sagen, dass das wird geil. Also, ich finde die jetzigen Clan Wars schon relativ boring, aber erst recht, weil die gesagt haben, yo, das kommt diesen Monat. Abonniert, liked und drückt die Glocke, denn diesen Monat werden mehr Videos dazu rauskommen. Und ich hoffe, ihr seid dafür schon bereit. Und ich freue mich dazu, auch Videos zu machen. Denn erst recht in dieser Hitze kann man jede Ablenkung gebrauchen, die man kriegen kann. Und deswegen, ich hoffe, euch gefällt mein Content, bis jetzt zumindest, und bald wird mehr dazu kommen. Und damit, wie gesagt, Like, Abo, würde mich sehr freuen, würde auch sehr viel helfen, und danke fürs Zusehen, bleibt gesund, bis dann, und ciao, Leute.